Moin, moin, liebe Leute, und herzlich willkommen mal wieder zu meinem Hausfrauen-Stream. Heute mal was ganz anderes. Wir machen heute mal Diamond Painting. Ich habe das noch nie ausprobiert und ich bin gespannt, ob wir das heute hinkriegen. Es ist knifflig auf jeden Fall. Ich bin ganz Moin, kurz. moin, liebe Leute, und herzlich willkommen mal wieder zu meinem Ja, Hausfrauen-Stream. mein Sound funktioniert. Das ist ja zu herrlichst. Ja, also, die haben hier ganz viele lauter kleine Diamantendinger. Und ich habe schon mal dran gesessen und überlegt, wie kann man das denn machen? Aufgrund einer Zuschauerin, glaube ich, die hatte mir das mal empfohlen. Also es klebt ja automatisch da, wenn man diese Folie abzieht, aber was ich nicht verstehe ist, ich glaube, die ganze Folie sollten wir nicht entfernen. Ich habe mal ein paar Schalen hier mitgebracht. Und ja, schauen wir mal. Wir packen einfach mal aus und gucken, ob das funktioniert. Ich bin mal gespannt. Es ist auf jeden Fall mal was anderes. Ich habe natürlich. Moment. Ich habe mein Glas vergessen. Ich will wohl ganz kurz was zu trinken holen. Na, du Schlingel, läufst du hier rum? Ich habe heute mal auch die GoPro am Start und es kann sein, dass die Kamera dann irgendwann ausgeht. Leider kann ich die nicht per Strom anschließen. Warum auch? Ach so, doch, ich könnte sie doch per Strom anschließen. Ja, das ging aber nicht an den Laptop und das Kabel ist nicht lang genug. Also wir haben aber die Ersatzkamera da stehen. Also falls das nicht funktioniert, geht das andere. Also ich bin mal gespannt. Auf jeden Fall, ihr wisst ja, Mickey Maus und so ist ganz toll. Deswegen haben wir auch ein Mickey Minnie Maus Motiv. Ja, let's go. Jetzt haben wir erstmal einen Überblick. Schwarz ist ja, nee, Knacher, nee, das ist dunkel. Wir schneiden erstmal die Teile hier raus. Die Nummern stehen hier immer oben drauf. Sieht man aber gut in der Kamera, ne? Nee, auch ganz toll. Schwarz. Das Problem ist, man darf natürlich, ich weiß nicht, ob es davon Ersatzteile gibt, also man darf natürlich nichts verlieren. Das wäre nicht so sinnvoll, obwohl ich hier schon sehe, bei Nummer 3, dass hier auf jeden Fall schon schwarz mit dabei ist. Okay. Das was wird. Und wir haben hier auch so ein kleines Schälchen und dann eben halt diesen Penner, um das da drauf zu machen. Eieiei. Das kann ja was werden. Auch nicht so teuer, ne? Deswegen habe ich extra mein Brett rausgeholt, damit wir es hier schön in Ruhe ausbreiten können. Und damit ich das wegpacken kann auf meinen Tisch. Ja, wenn man sonst nichts anderes zu tun hat, zu Zeiten, wo man zu Hause bleiben kann, kann man auch sowas machen, ne? Wenn dann ordentlich. Also ich sehe es aber nicht, dass da so viel doppelt ist. Hier 11 und 4 sieht doppelt aus. Aber ist nicht. Hier sind die Nummern ja nummeriert da. Hier sind die Nummern nur nummeriert. Ja, das ist natürlich logisch, Jessica. Vorbereitung ist alles. Obwohl die Farben zum Teil gleich aussehen, ne? Den Stift. Ich denke mal, das ist irgendwie, sollte das magnetisch sein. Und wofür auch immer das hier ist. Keine Ahnung. Wir packen es mal beiseite. Okay, womit fangen wir dann an? Nummer uno ist und. Das Problem ist, ich habe natürlich auch nicht zigtausend Schalen, aber ich muss es ja irgendwie in diese Schale machen.
denke mal, aber wir fangen erstmal hiermit an. Weil wenn wir die Folie wegmachen, das klebt ja. Und ich weiß nicht, wenn da Staub drauf landet, ob das so gut ist. Und es wäre ja vielleicht gut, wenn wir die Folie immer wieder draufziehen können. Ich glaube, ich nehme erstmal eine Schale. Oh, ich bin mal gespannt. Man bräuchte echt so ein Kästchen. Ich meine, ihr seht es ja, ne? Also ich meine, das sind so minimalistisch kleine Teilchen. Boah, Alter. So, und wie geht das jetzt? Ich habe keine Ahnung. Ah, okay. Man pickt das so auf. Halten tut das aber nicht doll, ne? Gut, dann fangen wir mal hier auf der einen Ecke an. Boah, ich bin mal gespannt. Das ist aber schwer, ne? Also ich meine, das ist jetzt nicht magnetisch oder so. Das hält noch nicht mal richtig. Doch, jetzt hält das. Kann ich die Kamera zu euch lenken? Geht das? Man sieht zu wenig, ne? Ich komme schon ins Schwitzen. Ja, wir sind ja noch am Rumtüfteln hier mit dieser Cam, ne? Vielleicht kriege ich die ja nochmal angeschlossen. So, passen wir mein Mikrofon. Alles self-made. Hinter mir steht alles. So, jetzt aber Nahaufnahme, ne? Ich habe es immer noch nicht rausgekriegt, wie man mit dieser blöden Cam zoomt. Natürlich läuft die rum wie ein falscher 50er. Also ich verstehe dieses Prinzip leider noch nicht so ganz mit diesem Aufpicken. Das verstehe ich nicht so ganz. Weil der pickt das nicht immer auf. Immerhin haben wir schon 4 in einer Reihe. Boah, bis wir da fertig sind. Läuft. Naja, vielleicht kommt ja noch mal jemand vorbei, der mir da Tipps geben kann. Wie das mit diesem Picken da geht. Und warum das nicht immer geht. Immer hier steht auch eine Bedienungsanleitung, ne? Aber ich verstehe diese Englischen. Ich verstehe eigentlich Englisch, aber ich verstehe es nicht so ganz, was hier steht. Hier, if you stick a diamond on a wrong area on painting. Achso, ja, okay. Das ist wahrscheinlich zum Entfernen gedacht dann, dieses kleine Plastikteil. Ja. Irgendwas mit nachkontrollieren mit der Hand, ob das dann funktioniert. Ist das irgendwie mit Absicht so? Das ist ein sehr komisches Teil hier. Das Ding hat eine Öffnung, ja? Sieht man das? Fokussiert die Kamera? Ja, wahrscheinlich nicht zu viel Fläche. Also das Ding hat auf jeden Fall eine Öffnung, wo man die. Aber die Dinger sind ja größer als die Öffnung. Auf jeden Fall werden wir sehr lange dafür Zeit brauchen, bis wir das mal fertig haben. Ich finde das ehrlich gesagt ziemlich behindert, weil das nicht so richtig haftet an diesem Stift. Ansonsten ist das eine gute Sache. Und ich hoffe, die haben da auf jeden Fall mehr reingetan, sonst wäre doof. Sonst wäre das wirklich doof.
Interessant. Das werden wir auf jeden Fall nicht Stunden machen, weil wenn ich immer in dieser gebückten Haltung bleiben muss, Alter, dann müssen wir aber viel Yoga nachholen. So jung sind wir auch nicht mehr. Muss aufpassen, dass die Dinger nicht hin und her springen, wenn man die nicht bekommt. Ich drücke auch doll. Siehst du, da fällt es hin und aber ist genau auf den gelandet. Das ist ja komisch, doch hier nicht. Es ist echt komisch. Genau das ist das, was ich meine. Oder vielleicht sind die Glasschüsseln nicht so dafür geeignet. Braucht man auf jeden Fall Geduld, ja? Ich würde gerne mal wissen, wie viele Teile das sind. Steht da natürlich nirgendwo. Wenn ich sie so ein bisschen drehe, dann geht das besser. Dann greift er irgendwie besser. Oder auch nicht. Aber schön sieht es aus, wenn es drauf ist, muss man ja sagen, ne? Ich muss die Folie ein bisschen runterhalten. Muss ich sagen, also ich finde, das sieht cool aus. Nein. Meine Fingernägel sauber hier. Ah, da musst du hin. Aber ich glaube, wenn man ein Teil jetzt nicht richtig fängt, dann ist das auch nicht ganz so dramatisch. Kamera macht schon geile Aufnahmen, ne? Nicht schlecht. Na, kommt doch mal eine raus da. Also am schwierigsten finde ich echt die Dinger hier rauszupicken aus der Schale. Ich habe dann mal eine Idee. Einen Moment.
Als Stativ kann man ja alles nehmen, ne? Ah, nein, das hält so nicht. Okay. Das Problem ist auch noch das Kabel. Das ein bisschen härter ist. Hallo? Nee, dann das so wie eben war es besser. Hältst du noch mal ein bisschen? So, danke. Ich glaube, ich montiere gleich die andere Kamera. Puff, weil da fällt sie nämlich um. Ah, das ist doch absolut nervig. Diese Kameras sind nervig. Keine vernünftigen Vorrichtungen. Keine vernünftigen... Es ist nichts vernünftig daran. Ich bin nicht zufrieden. Ich glaube, ich schalte die mal kurz wieder aus. Das ist nicht in Ordnung und nicht passabel. Wir haben ja noch ein paar andere Kameras. Oh, da musste mein Mikrofon kurz leiden. Es ist doch besser, die auf dem Stativ zu montieren. Stelle ich doch wieder fest. So, aus mit dir. Ja, man muss alles mal ausprobieren. Und nicht alles ist gut. So, da haben wir das Bild noch von heute Morgen. Das wollen wir natürlich nicht. So, jetzt sieht ihr mal einen ganz schön unordentlichen Tisch. Das machen wir aber gleich natürlich wieder weg. Wunderbar. Ja, da haben wir dann leider kein so schönes Bild, aber es sieht doch ein bisschen besser aus, ja. Nicht ganz so scharf auf jeden Fall, finde ich. So. Schade. Ich bin da nicht so gut drin. Was das betrifft, bin ich da nicht so der Profi im Kameraaufbauen. So, weiter geht's. Ihr kennt das ja schon von mir, dass immer ganz gerne etwas ein bisschen chaotisch läuft. Ärgert mich das aber auch, der Zoom ist so hart drin. Ich bin erstmal, bevor ich überhaupt anfange, bin ich hier erstmal übelst am Einrichten, ja. Kann man ja mal so machen, ne? Der Zoom muss so aus. Das ist deutlich unscharf, das Bild. Es tut mir leid, Leute. So sieht man halt gar nichts, ne? Ich versuche nochmal was anderes. Wir sind ja flexibel. Und bauen auch gerne mal um. Was macht die Jessica? Ja, wenn ich nervös bin, bin ich beschissen. So wie jetzt gerade. Wenn hier nichts klappt. So ist doch deutlich besser. Ja. Wenn das Ding in die Masche geht. Vielleicht drehe ich auch falsch rum, ja. Das kann natürlich auch sein.
kann das Stativ natürlich auch nicht greifen. So. Ja, ich hoffe, es geht dann so jetzt. Auch wenn es nicht die optimale Lösung ist, aber gut. Wir haben da ein bisschen mehr. Ein bisschen schärferes Bild. Das ist doch wichtig. Ich habe eigentlich eben gerade schon geguckt und versucht zu rangieren, aber ja. Hallo, mein Buddy. Full Buddy. So gefällt mir das besser. Dann können wir uns ja weitermachen. Weiter im Takt. Ja. Das Problem ist, die müssen wir leider dann auch echt aufbewahren, weil ich sehe schon, an jeder Ecke sind diese Und-Dinger. Wir sind jetzt gerade bei Und. Nummer Uno. Das hier, das Symbol Und. Komm doch her. Ich glaube, irgendwann nach dem 100. Stein kann ich dann auch mal den Dreh draus. Wie man das macht hier. Das nicht echt an der Glasscheune. Boah, wenn die Schüssel jetzt runterfällt oder so, das wäre natürlich ein Fauxpas, ne? Einfach ist es nicht, auf jeden Fall. Also für Kinder würde ich es nicht empfehlen. Das läuft immer und immer wieder. Da ist einer runtergefallen. So, und ich weiß nicht, ob wir jetzt zum Beispiel mal mit Schwarz weitermachen sollten. Weil das ist ja ziemlich viel Schwarz. Ich noch nicht weiß, wie ich das mit dieser Folie mache nachher. Weil man muss das ja bestimmt zudecken. Kann natürlich auch wahrscheinlich normale Frischhaltefolie nehmen. Und damit das dann noch weiter klebt, weil die Steine an sich, die kleben ja nicht. Also ich würde sagen, wir nehmen mal Schwarz. Wir machen auch nur ein Päckchen erstmal auf. Echt in Schwitzen, ne? Mein Mann. Ja, wir haben ja auch die Plastik, aber ich finde, die Plastikschale ist halt ultra klein dafür, ne? Also, da kriegt man ja nicht alle rein. Gucken wir mal. Hier oben hätten wir auch noch und. Machen wir nochmal und. Und gehen dann zu Schwarz. Ich muss mich ja von der einen Seite zur anderen arbeiten, weil sonst habe ich ja das Problem mit der Folie. Nein. Ich
ja auch meine Brille auf. So ist ja nicht, ne? Hier ist nämlich auch ein Und mit einem Schwarz. Ich will aber nicht so weit abziehen. Probier es mal mit der Schale, einfach nur mal so, um zu gucken, ne? Wie diese Dinger sich da drin verhalten. Ob es besser ist, die da rauszupicken oder nicht. Ich kann mir das ehrlich, ehrlich gesagt nicht so vorstellen. Nö, das gleiche in Grün. Die greifen da genauso wenig. Das ist ja super. Hallo, ja genau, und das habe ich nämlich geahnt, deswegen packe ich die jetzt wieder da zurück. Ein schwarzes hier daneben. Der landet einfach mal irgendwo. Dann doch lieber die Glasschale, ne? Das ist so minimalistisch. Das ist der Wahnsinn. Man muss ein bisschen seilig drücken, weil sonst kriegt er die Dinger da nicht. Ein bisschen mit drehen. Schade, dass es alles nicht so magnetisch ist. Das wäre super. Das würde sehr gut funktionieren. Oder ich mache mich die ganze Zeit schon zum Horst. Mache irgendwas falsch. Ist auf jeden Fall ähnlich, ja, wie Puzzle, ne? Nur dass wir hier keine Teile finden müssen. Doch nicht entspannter, also. Ja. Ein bisschen so den Dreh raus hat. In der Schüssel, da drehen sich natürlich die Teile auch um, ne? Das ist natürlich auch gerade unvorteilhaft. Das war ein lautes Motorrad. Ich würde gerne mal wissen, was man dafür jetzt so Dings ausgibt im Laden. Eine halbe Stunde vergangen und wir haben gerade mal dieses Stück hier. Ja, moin.
Wir haben ein bisschen Zeit mitgebracht, ne? Na, Tutti? Das ist übrigens aber auch sehr im Kommen im Moment, sowas. Und Puzzle sind gerade jetzt zu den Zeiten, wo sie alle zu Hause hocken müssen, auch sehr im Kommen. Und wir haben das schon vorher gemacht. Wir brauchen dafür keinen Corona. Na, Tutti? Aufeinander, ja, tatsächlich. ja. Oh, das ist ein Und. Mal jetzt her. Vielleicht hätte ich mir mal ein Video dazu anschauen sollen, wie andere Leute das so machen. Aber wir brauchen keine Bedienungsanleitung. Ja, und wann muss man doch mal das mit dem Drücken kriegen, oder was? Das ist doch nicht normal. Das ist sehr komisch hier manchmal. Hallo. Da kann man drücken, wie man will. Manche greift da halt so gar nicht. Das ist echt bisschen die Schwierigkeit hier. Aber es sieht schön aus. Teil. Das ist ein bisschen wie so ein Kugelschreiber, aber da ist nichts drin in dem Loch. Ganz gerne woanders landen, aber bitte auf Schwarz. Irgendwie, wenn ich immer, wenn ich Stream starte, mäht irgendwer den Rasen, ne? Das ist unfassbar. Hier in der Natur. Was mache ich mit den Dingern, die er nicht greift? Das verstehe ich halt noch nicht so ganz. Das ist echt tricky, ey.
machen die denn da draußen? Das hört sich schon nicht mehr an wie ein Rasenmäher, sondern eher wie ein Moped. Das ist echt schwer. Wenn das Ding mal ein bisschen besser greifen würde, dann würde das auch ein bisschen schneller gehen. Wer sich sowas einfallen lassen hat, dann muss aber Langeweile gehabt haben. Und ich weiß immer noch nicht, warum das heißt Diamonds Painting. Das muss eigentlich Diamonds Pushing heißen. Ich kriege meine Fingerschmerzen immer vom Drücken hier. Ja, was mache ich verkehrt? Das kann doch nicht wahr sein, ey. Das Gefühl, ich mache die Dinger manchmal auch kaputt, so ungefähr. Nicht so doll drück. Egal wie man drückt, das ist echt zur Hölle. Man so drückt oder so. Ist das vielleicht die Schwierigkeit an diesem Teil? Ich weiß es auch nicht. Ich könnte auch eine Pinzette nehmen, oder? Ich glaube, sogar mit einer Pinzette wäre es einfacher. Schummeln. Drehen funktioniert irgendwie besser, aber es ist trotzdem irgendwie nicht das Nonplusultra, also. Na, Tutti? Ich war noch irgendwann echt die Krise, ne? Hallo?
Also andere machen das bestimmt auch nicht anders. Ich kann mir das zumindest nicht vorstellen. Ist doch nicht normal. Das ist nicht normal. Tutti. Wo willst du denn hin? Des Weges. Boah, Alter. Wie soll man die auch kriegen, wenn die immer größer sind als das Ding? Das muss doch irgendwie einen Trick geben oder so. Außer doll drücken zumindest. Manu. Nee. Ich weiß gerade nicht, ob mich das entspannt oder eher aufregt. Wenn das besser greifen würde, würde es mich entspannen. Können die Dinger nicht ein bisschen magnetisch sein? Das wäre doch echt super. Stehen. Warte mal, wir müssen da überall auch noch und 1 ist und. Ach nee, das ist die 10, ich wollte gerade sagen. Ist gerade verwechselt. Ich habe mich schon gewundert. Ich finde das weiß Gott nicht einfach, diese Dinger hier rauszupicken. Manche auch echt nicht wollen. Ich glaube, ich dann nachher doch irgendwann zur Dings greife, zur Pinzette. Wie sollen die denn da rauskommen, wenn das nicht geht? Ich nicht. Ja, ja, ja. Es ist auf jeden Fall ein Haufen Arbeit. Das hätte ich nicht gedacht.
Das sind jetzt hier meine Galoschen. Moin, Treppe. Ja, geht so. Und wie geht's dir? Kannst du mir einen Tipp geben hier? Ich habe diese wundervollen Teilchen hier und diesen wundervollen Picker. Falls es denn jetzt. Fokussier doch mal, Kamera. Ach. Wieso geht's dir nicht gut? Erzähl. Ja, mir auch nicht, aber ich muss ja immer so tun, als wäre alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, auf jeden Fall, ich kriege das da nicht rauf immer. Ach so, seit 2 Wochen in Quarantäne? Oh, mir wird's da blendend gehen. Ich freue mich, dass wir zu Hause sind. Aber das sieht ja jeder anders. Manche fressen. Manche laufen gegen die Wand, weil denen so langweilig ist. Mir ist nie langweilig, komischerweise. Für mich ist das wie 2 Wochen Urlaub. Obwohl es natürlich keine schöne... der Picker ist zu klein, ja, aber der war da mit drin. Och, Manu. Oder muss ich das... Nee, jetzt, ne? Oder muss ich jetzt das... Moment. Wie kriege ich das... So. So kriege ich das doch fokussiert, oder? Psst. Ja. Oder muss ich dieses Metallröhrchen da abziehen? Fokussier doch mal. Nicht meine Hand, sondern das... Das ist einfach schlecht, ey. Das ist einfach zu schlecht, diese Kamera. Ich will das Teil auch nicht kaputt machen. Ja? Jetzt verarsche mich, oder? Warte mal, ich hole mal eine Zange. Weil das ging da auch schlecht raus. Nicht, dass ich das kaputt mache und nicht mehr verwenden kann. Wir haben ja alles um die Ecke, ne? Auch eine Zange haben wir um die Ecke. Nee, ehrlich? Ich wollte mich nicht veräppeln, ey. Ja, und hast du was geplant? 2 Wochen so zu Hause? Also ich finde das ja eigentlich ganz gut, weil man kann dann ja auch ein bisschen was erledigen. Okay, das Ding ist... Ah, okay, ich sehe gerade dieser Picker aus Metall, der hat verschiedene Größen. Aha. Sieht aber komisch. Okay, wir packen das mal beiseite. Zange brauchen wir erstmal nicht mehr. Aber einen Schluck trinken. Weil man kann ja, wenn man zu Hause ist, dann... ja, nee, das ist klar, wenn du nicht raus darfst. Ich weiß, was Quarantäne ist. Aber man kann ja vielleicht was zu Hause machen, so. Bist du ein Risikopatient oder bist du infiziert? Nein, also ich bin Risikopatient. Ja, damit geht es aber auch nicht jetzt so viel besser, ne? Ja, mir sind die Dinger da trotzdem zu... okay, ich will nichts sagen jetzt, bevor ich mecker wieder. Der Picker ist wirklich zu klein oder was weiß ich was. Aber wenn er zu groß ist, dann kommen doch die Teile da nicht raus, oder? Aber es geht auf jeden Fall besser. Danke für den Tipp. Ach so, hat es Kontakt zu Infizierten. Ja, weißt du, was ich so heimtückisch finde daran? Weil bei mir zum Beispiel kommt ja auch mein Hundesitter noch jeden Tag, aber nicht, weil ich ihn engagiere oder sowas, sondern einfach, weil er meinen Hund liebt und gerne mit ihr Gassi geht. Das macht er freiwillig, jeden Morgen. Und er ist so kontaktfreudig gegenüber anderen Menschen und er ist schon alt und ist der Meinung, dass er Herkules sei und nicht krank wird. Ja, du weißt halt nicht, wenn er dann Kontakt hat zu Infizierten, der dann zu mir kommt. Wir haben zwar ja versuchen, Sicherheitsabstand, keine Ahnung, zu bewahren, aber er wird es halt nicht sofort merken, wenn er krank ist, ne? Das ist ja das Heimtückische bei dieser Sache. Meine Ärztin war auch krank. Oder, ja doch, sie war. Aber nicht hier, sondern in einem anderen Land infiziert. Ja, ich versuche das, wie gesagt, zu vermeiden. Ich habe mir auch schon eine eigens angefertigte Maske erstellt, falls ich irgendwo hingehe. Gut, draußen sehe ich jetzt nicht so die Gefahr, weil meistens die Menschen gehen einem auch schon so aus dem Weg, ne? Also die gehen jetzt nicht auf dich zu oder sowas. Die meisten zumindest. Und ich habe eine Maske, falls ich irgendwo hin muss, wie gestern zum Beispiel zum Tierarzt und so weiter und so fort. Ich finde es immer
Der bleibt jetzt drin. Nee, doch nicht. Der bleibt nicht drin stehen. Ich finde es immer ziemlich blöd, weil man. Ich bin eigentlich die Einzige, die immer mit Maske rumrennt hier. Ich sehe immer keinen Schwein, der mit Maske rumrennt. Die meisten bringen auch nichts, das sehe ich genauso. Aber ich habe ja extra eine angefertigt, die vorher eine Plastik hat. Das heißt, wenn kommt meine Atemübung hier von der Seite und da kommt nichts durch. Also, das bringt schon was. Ja, das ist aber auch gemein, Treppe. Wenn ich ihm jetzt sage, er darf gar nicht mehr kommen. Ich versuche, wie gesagt, den Sicherheitsabstand zu bewahren. Es funktioniert wirklich besser. Und das, wie gesagt, einzudämmen. Ich möchte ja auch nicht krank werden, weil ich werde definitiv krepieren bei der Sache, wenn ich das kriege. Das weiß ich jetzt schon. Aber Holger ist auch irgendwie so ein Glückskind, ne? Der hat nie Pech. Im Gegensatz zu mir. Ich habe ständig Pech. Das funktioniert wirklich besser. Ja, moin, dann kommen wir heute vielleicht auch mal voran. Brauche nicht 10 Stunden für ein kleines Stück hier. Die Dinger haften ja sogar fast schon automatisch, oder? Nee. Da. Ich finde es halt doof, dass manche Menschen da so rücksichtslos sind und manche übertreiben es auch komplett. Aber manche sind halt total, ja, die würden auch, wenn sie erkältet sind, rausgehen, so wie manche dann ja zur Arbeit gehen, wenn sie erkältet sind und andere Leute anniesen, ne? Dann nicht mal die Hand vom Mund nehmen und das finde ich halt, geht gar nicht. Ach, Treppe. Ja, ich verstehe das, wenn du in Quarantäne bist und infiziert bist. Ich hoffe, du bist nicht so alt und du hast ein gutes Immunsystem, dass es dir bald wieder besser geht, auf jeden Fall. In Amerika ist es ja im Moment ganz schlimm irgendwie, ne? Die Zahlen steigen, naja, aber wirklich horrend. Ich glaube, die sind sogar jetzt schon im Vormarsch, vor Italien, soweit ich das jetzt mitbekommen hatte. Ja, aber meine Amerikaner tun ja auch wieder nichts, ne? Genauso wie in London, wo sie da alle in der U-Bahn verfercht sind und zigtausend Leute da drin sind in der U-Bahn. Wo ich mir dann auch denke, ey, Alter, haben sie irgendwie keine Nachrichten gelesen? Oder die meinen, sie sind alle immun oder was? Also ich finde das irgendwie nicht so normal. Ach so, okay, da bist du auch Risikopatient. Du meinst jetzt den Pikanten? Okay. Wieso? Er kennt sich damit aus, hier mit dem Diamond Painting, obwohl ich das eher Pushing nennen würde. Deswegen meine ich ja, viele Leute fangen an zu puzzeln und so. Ich muss ehrlich sagen, manchmal, wenn ich auf Instagram unterwegs bin, gerade so manche Mütter, die ich kenne, also die können ihre Kinder ja super beschäftigen, ne? Da sieht man mal wieder, manche sind nicht so zurückgeblieben und kriegen das wirklich hin mit ihren Kindern, die ganz toll zu beschäftigen. Die machen auch so eine ähnlichen Sachen. Letztens habe ich das gesehen. Kennt ihr noch dieses, wo man diese Plastikdinger auf diese Dinger tut, auf diese, wie heißt das, Igelform? Und wenn man das fertig hat, ganz bunt, und dann macht man das mit Bügeleisen. Oh, das habe ich als kleines Kind auch so gerne gemacht. Echt? Dann warst du das damals, der das gesagt hat. Er, sie, es? Entschuldigung, ich weiß ja nicht. Ich glaube, sie, oder? Irgendwer hatte das damals zu mir gesagt, dass dieses Diamonds Painting, und hat mir auch einen Link geschickt. Nur das ist halt schon Ewigkeiten her. Und ich hatte das aber nicht vergessen. Ich habe das im Kopf behalten und habe mir das mal bestellt. Und habe gedacht, ja, das will ich auch mal ausprobieren. Manchmal höre ich auch zu, was meine Zuschauer so sagen. Manchmal. Ja, okay. Aha, du machst das gerne also. Ja, okay, man würde jetzt eher davon ausgehen, dass es eine Frau macht. Deswegen dachte ich jetzt sie. Ist jetzt aber nicht bös gemeint. Das ist ja komisch, aber wieso haften die Dinger echt viel besser?
Obwohl die noch nicht mal so direkt ins Loch reingehen. Die sind so ein bisschen sogar daneben. Als wird das Plastik besser mit dem Plastik halten. Sehr eigenartig. Ich verstehe die Logik nicht so ganz, aber gut. Hauptsache, es funktioniert besser und ich krampfe mir nicht hier einen ab und hole irgendwann die Pinzette, weil ich die. Nee, nicht mehr. Hast du eine Maschine oder wie? Das ist ja geil. Ja, man denkt immer so, damit kann man so ganz tolle Sachen machen, aber ich glaube, wenn man davor steht, denkt man sich erstmal so, ja, was mache ich denn jetzt überhaupt? Ah, oh, darf ich mal fragen, wie teuer? Die war bestimmt nicht billig. Kostet ja richtig Geld, so ein Teil. Gut. Kommt darauf an, was man mit Geld meint. Liegt ja immer im Auge des Betrachters. Wenn ich mir so denke, jedes Mal, weil wir haben ja jetzt eigentlich auch, glaube ich, Ausgangssperre hier, ne? Ich weiß nicht, was meine Nachbarn den ganzen Tag machen, aber ich höre immer nur rauf, runter, rauf, runter. Und da hat nicht noch mal irgendjemand, hat da mal, ich fasse das Treppengeländer sowieso nicht an, ne? Aber da nicht mal irgendjemand kommt auf die Idee, dass da alle im Treppengelände auch festhalten und dass man da vielleicht mal was tun sollte. Bin ja schon fast 24/7 zu Hause, aber das hätte ich, glaube ich, mitbekommen. Putzfrau war ja auch nicht da. Und? Preis? Costa Quanta? Was ist Filament? Extra, so ein extra Werkzeugschrank. 310 Euro, das geht, aber da hätte ich jetzt echt, ich habe so echt bei 2000 so gedacht. Krass. Das ist aber günstig dann noch. Filament ist wahrscheinlich das, was man dafür braucht, ne? Der Kunststoff? Ja. Das ist aber wirklich nicht teuer. Krass. Ja, erzähl mal, dann erzähl mal, was stellst du damit denn so an? Und die denken wahrscheinlich, ich führe irgendwelche Gespräche mit irgendwelchen Leuten hier in meiner Bude. Obwohl gar keiner da ist. Filament 24, ja, einiges. Aha. Ja, davon musst du ja dann hin und wieder mal schon was Neues kaufen, ne? Also ich weiß ja nicht, wie viel für sowas ausreicht. Wenn du da so eine Sache druckst. Aber ich habe trotzdem gleich noch mal eine Frage zu dem. Ja, der pickt die Dinger sogar verkehrt rum auf. Das ist echt interessant. Zu dem hier Diamond Painting. Da hätte ich gleich noch mal eine Frage. Hallo. Psst. Ey. Komm jetzt. Also entweder das pickt manchmal die Dinger auch verkehrt rum auf. Ich verstehe das nicht so ganz. Ich wusste noch nicht, dass Plastik magisch anzieht. Das wäre mir neu. Jeden Fall muss ich nicht mehr so doll drücken jetzt. Ah. Er hat extra auseinandergeschrieben. Selbst das mag mein Bot nicht. Ach komm, wir erlauben es mal. 1,45 Kilo. Ah, okay. Das geht aber trotzdem noch für 24. Und hat sich wenigstens dann gefreut? Wie kommt man auf die Idee? Du bist verrückt. Kann man für eine Freundin oder für die Freundin? Für eine Freundin, ja, das ist ja auch mal ein Geschenk, ne? Ist sie, ja, alleine, muss sich beschäftigen. Ach so, zu dem Diamond Painting habe ich da noch mal eine Frage. Ist das jetzt so richtig, dass ich die Folie eigentlich so abziehe und das dann so mache? Weil wenn ich jetzt aufhören wollen würde, muss ich die Folie ja wieder drauf tun, damit da kein Staub und so an die Oberfläche kommt des Klebers, oder? Sie wollte was Besonderes haben. Sie hat bestimmt nicht schlecht geguckt, ne? Okay, alles richtig. Ja, Haken und Figuren, okay. Wie viel hast du denn schon so gedruckt? Das ist ja echt interessant.
Tutti, hör auf an deinen Pfoten. Hallo, pst, nicht an deinen Pfoten knabbeln. Die hat vorhin im Teich ein bisschen schnabuliert und ja, muss ich sie direkt wieder waschen an den Pfoten. Das findet sie gar nicht gut. Ich wollte einen rauchen, ne? Ich sag immer noch rauchen. Oh, wie viele Leute finden das scheiße, wenn man sagt rauchen, wenn man dampft. Wie zusammengebaut? Jetzt kann ich nicht mehr folgen. Wieso? Ich dachte, wenn man da in diesem 3D-Drucker kommt, das fertig raus. Dass man das nicht zusammenbauen muss. Oder schnalle ich das jetzt nicht? Wie immer. Ich habe das Gefühl, ich brauche da hin und wieder nur so einfach drin rumpicken und irgendwann kommt da schon so ein Stein. Tudi, was ist denn los? Komm doch mit auf die Couch. Nur manchmal falsch rum. Ah, okay, dann verstehe ich das. Aus zwei Teilen, wieso aus zwei? Muss man das dann kleben? Das ist ja doof, ey. Dann bricht er irgendwann auseinander bei etwas härteren Tätigkeiten. Ach Mann, oh, komm jetzt doch mal hier. Ich sehe das auch manchmal nicht. Manchmal backen da zwei drin. Vor allem, wenn das umgedreht ist. Hier ist es ja egal bei Schwarz, weil hier haben wir noch genug Fläche. Ja, manche kriege ich trotzdem nicht in den Griff, manche kommen von alleine. Ich verstehe dieses Spielprinzip nicht so ganz, aber gut. Der ist schon wieder falsch rum. Ach, Jemine. Du benutzt aber auch Worte. Ach so, okay. Ihr seid richtig kreativ, nicht schlecht. So einen Bekannten möchte ich auch mal haben, der sowas mal für mich macht. Auch wenn ich keinen brauche, aber ja. Der Gedanke zählt. Ja, aber dann kein Dildo auf jeden Fall. Ich brauche schon was mit mehr Action. Yay, was für Themen am Mittag. Ich überlege gerade. Ich würde es geil finden, so eine schöne Pferdeskulptur, ne? Zum Pferdekopf. Ich wollte eigentlich schon immer mal so einen Pferdekopf, aber ich habe bisher noch keinen gesehen, in Silber oder Gold. Aber eigentlich am liebsten in Silber haben. Oder Chrom. So als Dekoration. Ich finde das geil. Wenn die so umgedreht sind, ist echt kacke. Oh, hallo, das ist ja nicht immer so, dass mir nur ein, zwei Leute zuschauen, ne? Und Partner wird man, ich bin noch kein Partner, ich bin nur Affiliate. Partner wird man nur dann, wenn man, das haben sie ein bisschen hochgeschraubt, weil ja jeder Hans und Franz Twitch macht heutzutage. Wenn man konstant 70 Zuschauer hat, früher war das 50. Batteriebetrieben auch? Oha. Ich bin begeisterter Womanizer, falls du weißt, was ich meine. Ich finde, es gibt nichts Besseres als den Womanizer. Siehst du? Sag ich doch. Nee, das ist nicht Partner. Da ist ein Unterschied. Zwischen Affiliate und Partner ist schon ein Unterschied.
Und Affiliate kann, wie gesagt, jeder Hans und Franz. Also das ist nicht gerade wirklich schwierig, da die Aufgaben zu erfüllen für Affiliate. Aber das ist schon ein Unterschied. Aber mir ist das ehrlich gesagt egal. Ich mache das hier auch Spaß. Ich will keine Berühmtheit werden. Das verbirgt nur genug, noch mehr Probleme, als die ich eh schon habe. Willst du unbedingt Affiliate werden? Partner, meine ich. Sag ich doch. Partner wird man erst, wenn man 70 Leute hat, nicht 50. 50 war früher. Die Bedingungen haben sich geändert. 70 Leute. Also damit kenne ich mich zufälligerweise aus. Also ich hätte schon oftmals eine Idee gehabt, wie ich, was weiß ich, auf YouTube erfolgreich werde oder auf Twitch. Man muss nur gerade die Gunst der Stunde nutzen, wenn gerade eine da ist, sag ich mal, um je nachdem, was für ein Content man bringen will. Aber ich hatte da schon genug Ideen gehabt, aber nein. Möchte ich nicht. Ach so, mit 50 bist du Affiliate? Weiß ich nicht. Aber ich bin auf jeden Fall kein Partner. Partner-Affiliate, ich weiß nicht, ob es das gleiche ist. Ich weiß nur, dass man 70 Zuschauer braucht. Vielleicht haben sie das auch geändert, dann bin ich noch nicht mal Affiliate. Ich bin auf jeden Fall eingetragen. Auch gewerblich. Und so weiter und so fort. Bei mir ist alles official. Du wirst es nicht glauben, ich hatte sogar schon 600 Zuschauer. Ich habe sie alle wieder vergrault. Nein, das war wegen Fortnite damals. Ich habe ja meinen Kanal auch komplett umstrukturiert, ne? Nicht jeder findet das gut, was ich jetzt mache. Früher habe ich nur Gameplay gemacht, das haben halt mehr Leute gefeiert. Und jetzt mache ich halt viel anderes Zeug noch dazu. Ja, gerade mit der Fortnite-Zeit, ne? Wenn man da als Frau streamt, dann, ich denke, wenn ich konstant jetzt bei Fortnite auch bleiben würde, ja, aber ich kann, dann verwechselst du es wirklich, dann muss es Affiliate sein und nicht Partner. Wenn ich den Abo-Button, ich habe keine Ahnung, ich müsste mir das nur nochmal angucken. Ich schaue da jetzt ja nur nicht jeden Tag rein und gucke nach oder so. Wenn ich jeden Tag Fortnite streamen würde, dann klar, hätte ich auch mit Sicherheit bestimmt 30 Zuschauer jeden Tag, aber nein, danke. Mir ist eine kleinere Anzahl an Zuschauern sogar fast noch lieber, anstatt dass ich zu viele habe. Hat man wenigstens Ruhe, man kann sich mit den Leuten unterhalten und nicht jeder kommt da rein und macht irgend so eine Scheiße. Ach so, okay. Haben wir aneinander vorbeigeredet. Ah, okay, dann hätte ich einen lila Haken. Okay. Ich kenne aber auch große, die haben auch immer noch keinen lila Haken, weil sie halt nicht konstant 70 Zuschauer haben. Ne? Das ist halt so. Das ist sehr schwierig, Partner zu werden. Cam ist so scheiße, Mensch. Das regt mich jedes Mal auf. Ja, leider. Wieso? Ja, leider. Ich finde das sogar ganz gut so, weil ich kenne genug Leute, die einfach nur so zum Spaß streamen und sowieso nicht eigentlich wirklich den Sinn dahinter verstehen. Also, klar, ich streame auch aus Spaß, aber ich bleibe auch dran und mache nicht nur so. Larifari, ich versuche alles hier vernünftig zu machen. Und manche gehen halt während des Streams auch nochmal kacken, sind dann mal eine Stunde AFK und wo ich mir dann denke, ey, wozu streamst du denn eigentlich? Hauptsache, der Stream läuft oder was? Nee, also es gibt viele, die halt einfach nur so Scheiße machen. Geben mehr Vorteile? Ja, mag sein, aber pff, wozu?
So oder so kann man Geld schon verdienen, auch wenn man kein Partner ist. Falls es jetzt darum geht. Mir ist es, wie gesagt, nicht so wichtig, aber ich würde dir raten, auf jeden Fall, wenn du streamen möchtest und so, dann hock dich dahinter, setz dich mit der Thematik der Programme auseinander und so weiter und so fort. Ich kann dir da jemanden empfehlen, der mir auch immer sehr gut hilft. Du hast einen Job? Ach so. Ach so, okay. Ich glaube, für die meisten ist es schwierig, weil sie nicht durchhalten auch, ne? Und dann ist es manchmal schwierig, auch das mit dem Job auch aus so zusammenzukriegen, ne? Also es ist nicht gerade immer so einfach. Ach so, du streamst doch, ja. Ja, aber man braucht Geduld. Das verstehe ich dann jetzt aber nicht. Du willst Partner werden, aber machst das nur so als Hobby. Also ich glaube, wenn man Partner wird, dann muss man schon ein bisschen kontinuierlich dabei sein und seinen Zuschauern was bieten und so weiter und so fort. Und das ist, glaube ich, keine Aufgabe von nur so 2 Stunden am Tag. Da muss man sich schon ein bisschen mehr geben, glaube ich. Obwohl, das ist unterschiedlich. Manche sind auch nicht oft online und sind trotzdem Big Business People. Kommt eben halt drauf an, ne? Ach so, du willst gerne. Ach so, okay. Geduld. Geduld. Einfach am Ball bleiben. Geduld ist das halbe Leben. Ich habe am Anfang auch, ich glaube, ich 3, 4 Monate gewartet, bis da mal was kam oder so. Manche warten ja. Und ich glaube, als Mann ist es sowieso immer noch eine andere Nummer. Frauen sind ja immer bisschen heiß begehrter, beziehungsweise die Männer erhoffen immer irgendwas sehen zu können. Das ist der einzige Vorteil, aber was Spenden oder so betrifft, kann ich nicht sagen, dass es Vorteil hat, dass ich eine Frau bin. Also, nö. Also wenn ich sehe, weil manche Männer beschenkt werden in so manchen Streams. Nee. Da haben wir nicht so die Vorteile, finde ich. Wir müssen, wenn wir irgendwas haben wollen, müssen wir immer Brüste zeigen, glaube ich. Und das ist schon traurig eigentlich. Es gibt ja auch bei YouTube, es gibt ja ganz wenige Frauen, die irgendwie da so bekannt geworden sind. Und dann nicht unbedingt durchs Zocken, sondern eher durch andere Geschichten. Aber ich glaube, viele gibt es ja nicht. 2 auf 1 Schlag. Also im Gegensatz zu Männern. Du bist falsch rum. Der sperrt trotzdem die Wörter, ne? Ich habe ein gutes Automat, ehrlich. Och, danke, das ist aber sehr lieb von dir. Ja, aber trotzdem ist es so. Es kommen ja auch viele Männer rein, zum Beispiel bei mir. Die versuchen es dann mal so, ne? Obwohl ich immer sage, ich habe keinen Bock auf irgendeinen Typen, ich will eigentlich lieber Single bleiben und ich bin eigentlich zufrieden, so wie es ist, so, ne? Dann versuchen sie es und versuchen sie es und merken, dass sie keine Chance haben und dann war es das. Dann haben sie mir eigentlich nicht wirklich zugeguckt, weil ich vielleicht nett und sympathisch bin oder auch ein ziemliches Arschloch, sondern einfach nur, weil sie weil sie ihre Chancen haben wollten, ne? Und davon gibt es mehr als genug Männer. Deswegen hätte ich auch lieber gerne ein paar Frauen als Zuschauer, muss ich ehrlich sagen. Aber leider ist es manchmal nicht so, wie es ist. Frauen sind leider zu wenig bei mir. Ja, genau. Treppe. So sieht's aus. Nein, aber.
Ich bin ja kein Mann, ne? Also ich brauche jetzt nicht ständig irgendwie, ich habe nicht so das Verlangen. Ich könnte auch Buddhist sein, glaube ich. Leben die nicht enthaltsam, war das nicht so? Also ich glaube, wenn es da eine Challenge geben würde, leb enthaltsam, würde ich da eindeutig gewinnen. Ich habe damit nämlich überhaupt gar keine Probleme. Aber ich bin auch gefühlstot insofern. Manchmal zumindest. Oh, jetzt ist mir das runtergefallen. Nee, falsch rum. Was machen die denn da im Treppenhaus? Ich höre nur rauf und runter. Ich war auch nicht neugierig, ne? Nö. Alles klar. Okay. Ja, viele Männer doch. Also die meisten, die ich kenne, schwör, 2 Wochen, wenn sie dann nicht gebumst haben, dann ist vorbei. Dann sind sie komplett lost in ihrem Hirn. Ist meine Erfahrung mit den meisten Männern so. Sorry, wenn das jetzt komisch klingt, aber ich sag nur, was ich so mitbekomme. Na, Tutti, sag mal, die ist immer langweilig, ne? Nur weil ich nicht da bin, wo du bist. Mein Hund ist schon anhänglich genug, das reicht. Gut, dass der Kleber so hält. Es Corona, bleiben Sie bitte in Ihren Wohnungen und nicht im Treppenhaus. So. Also ich hoffe, das ist jetzt nicht zu persönlich oder so. Ah, okay. Weil das ist, aber das hört sich trotzdem schon sehr wenig an, ne? Da muss ich direkt an The Big Bang Theory denken, Sheldon und Amy. Die haben ja auch so selten in Anführungsstrichen. Wenn ihr damit zufrieden seid, um Gottes Willen, ich will nichts sagen. Also dann, solange ihr glücklich seid, ist alles in Ordnung. Dann soll das auch so bleiben. Also ich weiß nicht, je nachdem, wie sehr man seinen Partner liebt, ne? Aber es gibt ja auch manche, die sagen immer so, ja, nach 10 Jahren ist die Luft auch raus und vor allen Dingen, wenn man immer das Gleiche macht und dies und das. Ich habe ehrlich gesagt 2 Ex-Partner gehabt, wo ich sagen konnte, da war, auch wenn man immer das Gleiche gemacht hat, war es trotzdem nicht langweilig. Auch nach einem Jahr nicht. Ich weiß nicht, wie er das so gesehen hat, aber ich denke, für ihn war das auch so okay. Ich hatte eigentlich immer recht ehrliche Beziehungen. Ich muss mal kurz die Tür aufmachen. Ah ja, dann ist sie natürlich, hat sie sehr viel zu tun. Ah. Wenn sie Maßnahmen. Oh, das ist ja schon ganz gut durchgeplant, ne? Ja, ich komme ja schon. Die Vögel zwitschern draußen. Und wir hocken drin, ne? Ja, mein Fuß war im Weg. Da habe ich jetzt nicht mit Absicht. Siehst du, ich mache so ein Ding auch nicht mit Absicht. Genauso beim Yoga morgens, ne? Manche sagen, ja, dann zieh dir doch bequeme Kleidung an und so. Ja, mache ich doch auch immer. Aber wenn man mal ein enges Oberteil anzieht, was eigentlich auch bequem ist und wo man besser mit Yoga machen kann, weil es dann nicht so im Weg ist. Da gleich aufreizend. Ach, ich bin es schon gewohnt.
Ich meine, sind die ganz dicht, sollen die mal Yoga machen. Mit Rollkragenpulli am besten. Junge, geht nur nackt. Nee, nein. Ich glaube, dann kriege ich Ärger mit Twitch. Ich würde ja schon ganz gerne manchmal barfuß machen, aber das darf ich auch nicht. Ich muss ja Schuhe dabei tragen. Das finde ich ja eigentlich am schlimmsten. Weil Yoga ist eigentlich nur angenehm barfuß, finde ich. Na, Tutti? Ja, und leider muss ich dabei meine Schwimmschuhe tragen. Das klingt auch komisch, ne? Aber die sind halt mit der Gummisohle, da rutscht man nicht hin und her. Erst hatte ich ja mit Socken gemacht. Wo die Postbotin kommt. Yoga ohne Cam? Ja. Nein. Ich will meine Zuschauer ein bisschen motivieren. Obwohl ich es auch nicht verstehe, ne? Streamt man um 7 Uhr, hat man mehr Zuschauer als um 9 Uhr. Ich denke mir, so schlafen die alle nicht aus. Wenn man frei hat und eh zu Hause ist. Also jetzt zu Corona-Zeiten zumindest. Verstehe ich nicht so ganz. Warum die alle so früh aufstehen. Alle nichts anderes zu tun. Ja, toll, Kobold, so ist es. Ja, viel Spaß, Treppe. Beim Telefonieren. Ich werde hier noch mal weiter die Ecke machen. Und dann, wenn wir die Ecke gemacht haben, müssen wir, glaube ich, da unten mal weitermachen. Obwohl, ach, so viele Schalen habe ich auch gar nicht. Das ist ein bisschen doof. Ja, aber gut, dass wir das jetzt wissen, wie wir das hier machen müssen. Sonst hätten wir, glaube ich, ewig und 3 Tage dafür gebraucht und ich hätte einen Krampf gekriegt, eindeutig. Mit diesen Teilen. Der hing am seidenen Faden. Aber hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5, fast alle Farben, 6 Farben oder so. Ja, ich glaube, ich werde alle Schüsseln benutzen müssen. Haben aber nur 5. Ich habe ja auch keine anderen Behälter jetzt so parat. Doch, ich könnte eigentlich Wurstgläser nehmen, die wir ausgewaschen haben. Einmachgläser oder wie man die auch immer nennt. Kann man auch wenigstens den Deckel darüber schrauben. Ich glaube, das wäre noch so eine Alternative. Aber zum Rauspicken ist es doof. Weil die Öffnung ja so lang ist. Das so auf 7:30 hängt. Das glitzert halt schön und das sieht man gar nicht in der Cam. Das ist echt schade.
Mann. Mein Gott, das klingt auch wirklich, ey. Man muss sie schon gleich so ein bisschen hin und her schieben. Wir haben gleich die Ecke geschafft hier. Das ist Mickey und Minnie Maus und das heißt Diamond Painting. Das sind so. Na, fokussierst du mal. Hallo? Auch diese Cam mag mich echt gerne. Ja, nö. Sie will einfach nicht. Das sind so Plastik. Ja, Diamanten kann man es ja nicht nennen, aber. Ja, und die pickt man auf die Klebefelder. Mit diesem Stift. Und ich nenne es eigentlich eher Diamond Pushing, aber nicht Diamond Painting irgendwie. Verstehe nicht, was es mit Painting zu tun hat. Na. Hallo? Ja, ich denke mal, wir sollten mal da auf der anderen Seite anfangen, auf jeden Fall. Wir nehmen mal, wir können jetzt ein paar Schüsseln nehmen, ist ja egal. Hier ist M noch, also nehmen wir als erstes jetzt hier und, das Und-Zeichen, das ist Nummer 10. Dann nehmen wir mal Nummer 10. Ich hoffe, wir können uns das nachher überhaupt noch merken, was da alles drin ist. Aber ich denke schon. Vielleicht sollte ich das Tütchen damit reinpacken, damit ich mir das merken kann. Hier Nummer 10. Dann hier Nummer 1 war das, ja. Sonst glaube ich, komme ich nachher noch durcheinander. Das wäre nicht so gut. So, ist ein bisschen kalt. Ich mache schon mal wieder die Tür zu. Das sind ja noch ein, zwei schwarze, das habe ich gar nicht gesehen. Die müssen wir natürlich noch dazwischen machen. So, einen noch, komm. Bitte da drauf. Dankeschön. Hier ist noch und. Dann machen wir und auch noch. So, wenn die manchmal so andersrum aufpicken, muss man die echt hin und her schieben.
da auch noch hin, das verlorene M. So, dann nehmen wir und. Nee, ist gleich. Die Nummer ist gleich. Ne, Prozent ist das. Was sammle ich da eigentlich? Schade, mit der anderen Kamera wird man das besser sehen. Ich versuche zumindest schon mal die Ecke da heute fertig zu kriegen. Da weiß ich, wie ich das nächste Mal weitermache, auf jeden Fall. Dann kriegen wir es auch ein bisschen schneller fertig. Das kann man dann auch ganz cool verschenken. Später. Es ist wirklich anstrengend, so gebückt immer so zu bleiben die ganze Zeit. Aber wir halten durch. Danach gehen wir ein bisschen Rückentraining machen, glaube ich. Sieht so ein bisschen echt aus wie Strass und Strassgürtel oder so. Ich freue mich schon, wenn es dann fertig ist, wie es dann aussieht. Aber ich glaube, da haben wir noch einen weiten Weg hin.
Wieso ist inmitten da ein K? Muss man das verstehen? Das ist ein einzelnes Teil. Wie scheuert ist das denn? Da kann ich doch... Na gut, hier haben wir auch K auf der anderen Seite. Aber trotzdem, darf ich da eine Tür aufmachen? Das ist ein bisschen bescheuert. Mal her. 5 Stück haben wir noch. Und dann können wir die nächste anfangen. Na, fall nicht runter. Oh. Ich weiß nicht, wie hoch ich mein Brett machen soll hier. Manchmal machen sowas ja auch auf dem Boden, das verstehe ich gar nicht. Kriegt man da nicht auch Rückenschmerzen? Das ist der einzige Nachteil bei sowas. So, auf der anderen Seite haben wir auch noch. Das waren 2 auf einmal. Sehr schön. Nicht. Okay, ich werde schon wieder nicht gepickt. Nein. Es gibt hier aber auch überall. So, runter mit dir. Ich hoffe jetzt nicht auf den Boden. Nee. Da ist er. Danke für dein Follow, Stofftatze. Lustiger Name. Da frage ich mich immer, wer auf den Namen Steiftier gekommen ist damals. Willkommen. Da oben sind noch 1, 2, die mache ich noch mal. Da, wo die Folie aufhört, oder nee. Gut, machen wir das nächste. Braucht man dafür Wachs? Nee, das klebt hier auf der Fläche. Diamonds Painting heißt es ja irgendwie. Das ist nur so ein Plastikstift, der war irgendwie damit dabei. Ich mache das erste Mal und ich muss sagen, es geht. Das klebt ja genug da auf dieser Unterlage. So, wir brauchen Z. Z ist Nummer 4. Wie jetzt? Wir haben nur 4 Schalen. Oh, das wird... Hä? Habe ich vorhin falsch gezählt? Ich dachte, wir haben 5.
Naja, auch wenn, ist es trotzdem immer noch zu wenig. Muss ich gleich noch mal in der Küche gucken, ob wir da noch was haben. Die streiche ich davon abgesehen. So, machen wir hier mit Z rein. Mit der Dings. Also da war keiner mit dabei. Ich mache das so, wie es per Anleitung ist. Deswegen, also es wundert mich gerade. Da ist weder Wachs noch dabei, nur so ein Schaber-Ding hier, womit man das wieder wegschaben kann. Aber das ist auch alles. War nicht mit im Lieferumfang enthalten. Und das klebt ja auch so. Es funktioniert ja. Und die Dinger kann man ja auch so aufpicken. Funktioniert auch. Jetzt, nachdem ich das Metallding da rausgenommen habe, aus diesem Stift, der wahrscheinlich wohl falsch da drin war, funktioniert es. Manchmal, manchmal aber auch nicht. Oder. Manchmal geht es gut, manchmal geht es schlecht. Aber ich sehe, hier sind die ganzen Profis am Start. Ich habe, wie gesagt, nichts außer das bekommen, außer diese Tütchen hier, die da auf der Seite alle liegen bei mir. Diesen Stift und dieses Teil, was Schälchen, aber ich finde es kacke, das Schälchen. Und dieses Dings da. Und hier steht zum Schaben. Aber ich weiß nicht, ob vielleicht ist das auch Wachs. Nee, das ist kein Wachs. Gummi. Und selbst wenn, also hier ist eine Bedienungsanleitung, da steht das nicht drauf. Vielleicht gibt es auch Dinger ohne Wachs, ich habe keine Ahnung. Das ist es, ja? Ja, aber wie mache ich das denn? Ach, ich bin zu blöd für sowas, ja? Warum hat Treppe denn vorhin nichts gesagt, der das schon 100 so einen Dinger gemacht hat? Muss man da reinstechen und dann? Wahrscheinlich, ne? Ja. Ich lerne ja noch dazu. Danke für den Tipp. Aber es backt eigentlich auch so ganz gut. Ohne dieses Wachs. Das ist ja interessant. Desto länger wir das hier machen, desto mehr Tipps gibt es. Interessant. Ich weiß nur nicht, ob das dann schwieriger ist, die Dinger da drauf zu machen. Weil die dann ja auch am Stift kleben. Na, Tudi? Kommst du mit auf die Couch? So, Tutchen ist am Start. Wir gehen aber gleich raus, ne? Gleich im Ründchen. Interessant. Jetzt habe ich auch noch Wachs dazu. Aber danke für den Tipp. Dann sollte das jetzt noch besser funktionieren. Treppe, warum hast du denn vorhin nichts gesagt? Na, buddelst du dir ein Loch, Tutti? Ach, ich sehe nur das Problem gleich mit meinen Schälchen hier. Ich glaube, ich muss gleich Wurstgläser holen. Tee gibt es ja nicht, ne. Sah gerade aus wie ein Tee. Wie kompliziert so ein Ding ist. Mit Wachs und dies und das. Und wir hängen hier Stunden an einem so einen kleinen Teil, ich glaube es nicht. Ups. Da war einer zu viel drauf. Na. So, hier klebt irgendwo.
am richtigen Fleck. Ja, jetzt funktioniert das auch wesentlich besser. Ja, wenn die Anleitung immer auf Englisch ist und ich nicht alles komplett verstehe, sondern nur Wörter. Kann das auch nicht funktionieren. Ist ja auch erst 2 Stunden dabei. Das geht ja noch. Was doof ist, immer wenn 2 auf einmal kleben. Und es ist natürlich immer gut, wenn man die auch von der richtigen Seite kriegt und nicht umgedreht. Echt viel schneller. Wahnsinn. Aber nur pick rein da draufsetzen und dann ist alles gut. Bei sowas dazu. Aber dass da so 1K ist, ist echt doof. Ich will nicht extra die Tüte aufmachen. Nee. So, als nächstes haben wir den Hashtag, den müssen wir auch gleich auch mal aufmachen. Und dazu muss ich aber gleich nochmal in meiner Küche gucken, ob ich irgendwelche Schüsseln finde, die ich nicht gebrauchen kann, weil morgen haben wir auch noch Kochen, ne? Das wäre doof. Moin Leipheimer. Nee, ich weiß, das sind so eine Steine, die muss man da drauf kleben. Das kleben, das nennt man Diamonds Painting. Blabla. Bla. Hatte ich auch erst nicht, aber jetzt weiß ich, wie man das Ding betätigt. Also irgendwie war da so ein Metallding drin in diesem Stift. Den haben wir rausgenommen. Dann kann man die Sachen auch besser picken. Und jetzt habe ich auch noch dazu gelernt, dass das hier Wachs ist, was man auf diesen Stift drauf macht und dann die Dinger pickt. Seitdem funktioniert es gut. Ja, nach und nach kriegt man hier die Tipps zu. Komm, aber es sieht schön aus. Gut, ihr seht das jetzt nicht, das Glänzen, aber... Ein bisschen, ne? Aber nur ein bisschen. Was glänzt schön auf jeden Fall. Aber für das kleine Stück, wir sind schon fast bei 2 Stunden. Gut, wir haben viel gesabbelt. Kamera noch eingestellt. Ich muss mal ganz kurz nach Schalen gucken. Dann auch noch mal 3 Stück und machen wir weiter mit Hashtag.
Hashtag ist Nummer 5. Auch ein bisschen mehr. Wunderbar. Nee, ich weiß auch nicht, warum ich immer dafür die Geduld habe, aber gleich gehe ich ein bisschen raus mit meinem Hund. Ein bisschen spazieren und Füße vertreten auf jeden Fall danach. Und meinen Rücken wieder ein bisschen gerade richten. Vom die ganze Zeit hier bücken. Also die Farbe macht aber kaum Unterschied jetzt zu dem. Ja, doch ein bisschen. Also minimal, das sieht fast gleich aus. Machen wir hier oben an. Dann ist da noch Haar und so weiter und so fort. Wie viele Schalen brauche ich jetzt eigentlich? Es gibt... Was? So viel? Boah, Alter. So viele Schalen habe ich doch gar nicht. Ich muss das ja irgendwie aufbewahren. Wenn wir das nächste Mal weitermachen und so. Ich kann ja nicht alles an einem Tag fertig kriegen hier. Wie lange hocke ich denn da dran? Wie viele das sind. Ich bin mal gespannt, ob da noch welche übrig bleiben. Für welche, die das verdöst baddeln. Ja, das wird man dann am Ende sehen. Wenn am Ende einer fehlt, dann jalla. Das wäre nicht so geil. Ups. Der ist aber jetzt davon gesprungen hier, ne? Wahrscheinlich muss man da auch hin und wieder Wachs reintun. Ah, okay. Danke, Stofftat. Aber das geht ja jetzt auch so. Da ist ja jetzt Wachs drin in dem Stift. Aber danke. Oh Mann. Ich habe es nicht weggeschmissen. Also es liegt hier noch auf dem Tisch. So ist nicht. Aber solange es irgendwie so funktioniert, ist es ja in Ordnung. Danach brauche ich das ja nicht mehr. Ich glaube, das werde ich jetzt nicht so oft machen. Ich muss ganz ehrlich sagen, also es ist vielleicht ganz hübsch und so, aber ich mag dann doch lieber puzzeln, glaube ich. Das ist doch mehr mein Ding. Falsch rum. Aber die Tipps waren auf jeden Fall heute schon mal sehr lehrreich. Und ich denke mal, ich bin die Einzige, die so einen Scheiß macht. Aber bin ich ja gar nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, alle sind heute zu Hause. Hier ist so viel Action im Haus. Und unter der Woche irgendwie nicht so wirklich. Obwohl nicht alle hier arbeiten, würde ich mal so sagen. Tutti, lass mal deine Pfoten in Ruhe. Und was macht ihr so? Wahrscheinlich nicht sowas wie ich hier. Sowas Beklopptes mache auch nur ich. Das funktioniert auf jeden Fall mit dem Wachs deutlich besser, muss man ehrlich sagen. Ich glaube, ich hätte sonst irgendwann einen Krampf in der Hand gekriegt, echt. Na, komm mal dahin in die Ecke. Können wir nächstes Mal auf jeden Fall da ordentlich weiter ansetzen, wenn wir diese Ecke fertig haben.
zur Hölle nochmal und ich nochmal irgendwelche Gefäße finde in meiner Wohnung, die ich nicht gebrauche. Ich komme so richtig im Floh langsam her. Wenn die alle umgedreht sind in der Schale natürlich, ne? Das ist natürlich nicht so einfach. Komm schon darauf. Habe ich falsch geguckt? Ja. Solange keiner vorbeikommt und die Schalen vom Tisch schmeißt, ist alles gut. Dann kriege ich aber die Krise hier. Oh, ja, schönen Tag dir noch, Stoffkatze. Sorry, nicht gelesen. Nee, das ist das Klebleibheimer. Das klebt ja da drauf schon fest. Deswegen ist hier die Folie, damit man das abzieht langsam. Und ich ziehe das mit Absicht nicht so weit, damit ich das nachher wieder da dran backen kann, damit da kein Staub rankommt und damit das noch weiter klebt. Deswegen will ich eigentlich von Ecke zu Ecke gehen. Das ist für mich zumindest logisch. Das klebt genug. Da braucht man, glaube ich, keine Angst zu haben. Und Leibheimer, wie laufen eigentlich deine Dates? Kann man ja mal so fragen. Komm hier. Yay. Es klebt sogar ein bisschen am Rand. Das funktioniert echt gut mit Wachs. So, also haben wir als nächstes haben wir Haar. Haar wie Hubert. Nein, nicht verrutschen. So. Yay. Oh, das glitzert so schön. Da. Oh, jetzt sieht man es doch ein bisschen mehr jetzt schon, weil es schon so viel geklebt ist. Wow. Nächste Schale. Wir haben einmal das Haar. Und eh schaffen auch noch. Dann brauchen wir wieder eine neue Schale. Wie soll ich das hinkriegen hier, 16 Schalen? Ich glaube, ich fange nächstes Mal bei der anderen Seite an, weil... Ja. Und oben wahrscheinlich auch noch. Ich weiß noch nicht, wie ich das hinkriegen soll hier mit den ganzen Schalen. So, 6. 6 ist Haar. Wenn man die so nebeneinander hat, sieht man da echt kaum den Unterschied. Aber nachher wird man es wahrscheinlich wohl eher sehen. Von den Farben her. Das sieht man irgendwie nur, wenn es in der Schale ist. Da wird nachher einen schönen Übergang geben. Wahrscheinlich. Leibheimer?
Es tut mir leid für dich. Das ist ärgerlich. Nutzen die dich etwas sexuell aus? Ach, das klingt jetzt aber lustig. Sorry. Nee, das ist schade eigentlich. Warum eigentlich, Leipheimer? Warum läuft das denn nicht mehr als laufen? Wenn du dann hin und wieder mal eine hast, wo es dann vielleicht einigermaßen klappt. Diesem Schnarchen hier grunzen. Dazu muss ich da mal einen reinzwängen, weil das nicht so ganz gerade hier ist. Sag mal, oh, Scheiße, jetzt habe ich E erwischt. Nee, das wollte ich nicht. E ist nicht H, ne? Schnarchen wir etwa? Ist das jetzt H oder nicht? Ja, doch, das war H. Mensch, Tudi, was kommt denn da für Geräusche? Leipheimer. Mein Sorgenkind Leipheimer. Tutti. Tutti, gleich ist Action, glaub mir. Hole ich jetzt besser noch ein bisschen aus. Ich glaube, das wird ganz toll aussehen. Nachher, wenn es fertig ist, mal irgendwann. Das auch so gut mit dem Wachs funktioniert, das wundert mich. Ich denke mal, ich schiebe das immer jedes Mal so ein bisschen nach hinten. Leipheimer. Wahnsinn, jetzt sind wir richtig schnell hier unterwegs. So, einen brauche ich noch. Einen, nicht zwei. Yay! Toll, da ist auch VY Schrägstrich, da ist ja alles mit dabei. Also ich mache jetzt noch E und dann reicht das, weil keine Schälchen mehr. Da muss ich mir was überlegen. 16 E. Für nächstes Mal müssen wir dann uns mal was überlegen mit den Schälchen. Na toll. In mein Glas. Das Plastik. Hat keiner gesehen, ne? Und dann müssen wir auf der anderen Seite nächstes Mal weitermachen. Ach, da ist schon eine. Oh, ich wundere mich schon, was ist das hier? Plastikfolie drin. Ja, ich weiß noch nicht, wie ich das mache nächstes Mal. Wahrscheinlich wären so Ü-Eier ganz gut. Aber wir haben keine als Schälchen. Oder so Shots. Habe ich auch nicht.
Alles, was wir hier gebrauchen könnten, haben wir nicht zu Hause. Wegen einem hier so ein Buchstaben. Ich hoffe, das trocknet nicht aus. Wenn nicht, nehmen wir Kleber. Dann ist Pech. Hallo? Kriegst du mal da drauf? An mir liegt es nicht, meinst du einfach? Echt? Ich höre das sehr selten von einem Mann, dass er sagt, er wird ausgenutzt. Playboy oder was, Hengst? Das kann doch nicht sein, aber sowas klärt man doch vorher, ob sie verheiratet ist oder nicht. Manchmal zieht man ja sowas magisch an. Das verstehe ich auf jeden Fall. Gibt ja so eine Männer. Kenne ich eigentlich auch, jetzt wenn ich so drüber nachdenke. Die Männer wollen bei mir auch immer nur das eine. Und ich nicht. Ja, das ist oftmals sehr anstrengend, finde ich. So erschwert es jemanden mal vernünftig kennenzulernen. Sexobjekt, sage ich nur dazu. Aber wenn die alle umgedreht liegen, dann ist es aber schwer, die zu picken noch. So. Also man kann sich damit auf jeden Fall aufhalten. Das habe ich jetzt gelernt. Tüdüt. Ja, das ist echt doof mit den Schalen, nur ehrlich. So, ich mache das jetzt wieder da so drüber. Das Blöde ist, hier ist das K. Das ist ein einzelner. Ich würde sagen, da die Schälchen drauf. Dann bleibt es abgedeckt bis nächstes Mal. Dann müssen wir uns irgendwas einfallen lassen mit den Schatten. Weil so geht das nicht. Mit meiner Nase auf jeden Fall. Ja, das ist doof. Wir haben so viele Schälchen jetzt. Wir sind ja schon 7 Stück. Ich würde sagen, gerade machen. Und wenn Leibhaber nichts mehr zu sagen hat, haue ich jetzt ab. Ab nach draußen und schöne Wetter noch ein bisschen genießen. In gewissermaßen. Wir sollen uns ja zurückhalten. Wegen Corona. Aber es war sehr interessant. Also nächstes Mal können wir auf jeden Fall schneller rankommen. Ich werde mir auf jeden Fall was überlegen wegen den Behältnissen und dann, ja. Weil das ist doof. Wir brauchen auf jeden Fall mehr. Und gut, dass ich die Tütchen da doch reingetan habe, weil sonst, glaube ich, wäre ich komplett durcheinander gekommen. Ja, ich sage ja von, also in der Schale selbst sehen sie zum Beispiel, die zwei sehen zum Beispiel gleich aus und die zwei. Aber man sieht nachher wahrscheinlich einen wundervollen Farbverlauf, gehe ich mal davon an. Gönn dir, ne, Leibheimer, gönn dir. Ich habe keinen Mann, ich gehe mit Tutti. Ich wünsche dir viel Spaß. Gerne bis morgen. Hau rein, ne, und schau vorbei. Um 12 fangen wir wieder an, wie immer. Gut, ich bin dann mal weg und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Vorbeischauen.
Bis morgen.